Hallo, willkommen zurück zu Agony, Leute. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin ja Feuer und Flamme. Ah, ich brenne! Nein, habe ich mal ein Späßchen erlaubt. Ich hab mir schon überlegt, wie ich das irgendwie einbauen kann, das mit dem Feuer. Wenn es mal lustig ist, dann brenne ich halt ein bisschen. Cool, ne? Ja, toller Effekt. Geht so. Naja, vielen Dank übrigens für alle, die letztes Mal schon bewertet und kommentiert haben. Das ist echt schön und es freut mich, dass ihr euch so Bock auf das Spiel habt, auch wenn es ziemlich krank ist, oder? Meine Güte, ist es krank. Und das mit dem Übernehmen, das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Es ist echt schwierig, also die Steuerung ist halt komplett invertiert. Ohne Spaß. Oh, ich habe gar nicht drauf gedrückt, aber ist egal. Ist egal, das Spiel meint, ich würde jetzt. I would bang. So. Ich möchte mal eine Fackel. Da hinten ist eine. Eieiei, diese ekelhaften Succubinen. Die Succubinchen. Sind das diese komischen Fans von dem, wer wir alle denken? Ja. Von Satan. Die Succubinchen. Na, ihr habt noch geschrieben, die Kommentare. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Ich muss ein bisschen sammeln, dass ich nicht schon wieder gefressen werde von den Viechern. Dass wohl in der Hölle andauernd der Herrscher wechselt. Irgend sowas habe ich gelesen in den Kommentaren. Okay, ist das so? Weiß ich doch nicht. Die Hölle ist doch eigentlich. Ist doch nur fiktiv. Fiktiv. Ist egal. So. Jetzt haben wir schon mal zwei Schädel. Die sind auch relativ einfach zu bekommen. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt wieder getötet werde, dann wird es unangenehm. Oh. Oh nein! Das ist die Scheiße! Geh rein! Oh, ich habe sie mit der Fackel abgeworfen. Heftig. Heftig, aber kräftig. Ich hab's geschafft, dir zu entkommen, indem ich sie mit der Fackel abwerfe. Oh, scheiße. Da ist schon wieder einer. Ist gerade ganz heiß. Nein, es fröstelt mich wirklich, obwohl es heute echt warm ist. Also es ist wirklich, wirklich warm draußen. Vielleicht können wir später diese Viecher besiegen. Wer weiß. Also jetzt können wir sie wirklich noch nicht übernehmen. Oh. Die sind jetzt überall, oder wie? Wollt ihr mich verarschen? Das Spiel ist aber echt fucking dunkel, oder? Alles so verschwommen. Ist das alles so verschwommen oder sehe ich das nur so? Ich hatte meine Brille. Ich habe meine Brille auf, ja. Das kann nicht alles so verschwommen sein. Ah! Fick! Nein, komm schon. Ich bleibe jetzt hier sitzen in meinem Pockenloch. Ich komme nicht mehr raus. Vorne muss ich hin, Mann. Verpisst euch. Ja, schrei noch ein bisschen, lenkt sie nur ab. What the F, ey. Ganz ehrlich. Boah, Leute, ich krieg halt echt die Pocken, ne? Die Pimpernellen nur, wenn es so weitergeht. Das ist doch böse, ne? Oh. Oh, oh, oh. Fliegen? Wo sind hier Fliegen? Das ist doch. Sexy. Die dicke Titte. Brigitte und die dicke Titte. Ich will das nicht sehen. It's so exciting to see how you evolve. Another took so much more time to do this. Ja, geil, ne?
Was sagst du? Women. Lots of them here. Pleasure. No, not here. Gesehen, da kam schon wieder einer angewackelt. Von so Kubinchen. Oh, jetzt komm, Schädel. Ich bin raus. Wieder Einlauf. Was ist das jetzt? Öffne dich. Okay. Das verschwindet einfach. Was ist hier los? Mach ich jetzt einen auf, wie hieß das nochmal? Hat. Wo man an den Wänden lang laufen konnte. Ernsthaft? Mann, nach hinne! Okay. Sie kommt nicht nach. Kann ich jetzt ernsthaft hier dran laufen? Wieso Magnetbänder? Oh, sie ist weg, glaube ich. Alter Schöne. Oh, guck mal, so ein Boden aus Fleisch! Aus Hack. Ah! Okay. Ich find's total gut, ey. Das Spiel ist der Wahnsinn. Und ja, keine Sorge, das mit dem Brutalen, das wird schon noch gefixt. Keine Sorge. Also es. Oder sexuelle Inhalte sollen es wohl sein, die auch zu explizit sind. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß es ja nicht. Also sexuelle Inhalte brauche ich jetzt nicht, dann wird es eh wieder nur gesperrt. Ihr wisst ja, ne? Aber gehen wir davon aus, dass meine Inhalte sowieso meistens ab 18 sind, wegen mir. Ja, weil ich bin nicht jugendfrei. Das ist halt. He's so close. Kann auch wieder gehen. Ja? Ich meine, das Labyrinth, das ist echt fies hier. Ach du Scheiße, wie weiter. Okay, das wäre jetzt aber nicht das richtige Labyrinth, da hätte es dann aufgehört. Ah, ich wette, es gibt doch so viel zu sammeln da drin, aber ich lasse es jetzt. Ich lasse es jetzt. Komm. Ich will nicht auf Vollständigkeit hier machen. Sonst hätte ich da noch ewig verbracht, sondern die Viecher hätten mich alle gefressen. Mm. Köstlich. Das Blut überall. Oh, Moment jetzt, Frau, warte mal. Die Luft ist so dick und heiß, dass ich nur mit Mühe atmen kann. Ich spüre, wie der Gestank von Leichen und Schwefel sich in meine Lungen frisst. Wenn ich leben würde, dann hätte mich diese höllische Hitze schon längst umgebracht. Der Herr bewirkt aber, dass mein Herz noch immer schlägt, damit ich weiter für meine Sünden büße. Ich werde die schlimmsten Qualen aushalten. Brüder, haltet an eurem Glauben fest. Trotz des Schmerzes atmen wir weiterhin. Trotz des Leides ist die Hoffnung in unseren Herzen immer noch lebendig. Pathetic old man. Alt? You don't think someone like you can beg for mercy, do you? Not sacrificing for me everything that you have? Just forget. Give up. Was ist mit ihr denn nicht richtig? Ich geh erstmal hier den Spiegel holen. Oh. Ah! Meins! Hm. Hab ich ja was zum Naschen dazu bekommen. Was haben wir denn hier? Es ist jämmerlich zu beobachten, wie sie ihr Abbild vergöttern und davon träumen, sich selbst nur für einen Augenblick von ihrem Spiegelbild in ihrem Spiegelbild zu sehen. In einem Ideal, dem sie selbst nicht einmal versuchen anzunähern. Sich. Worin besteht ihre Macht? Ich bin es doch, der über sie richtet. Ihre einzige Hoffnung. Es scheint so, als ob ich den falschen Gott angebetet habe. Höchste Zeit, den Verbündeten zu wechseln und in diesem heiligen Kreuzzug. KN. Kann es wirklich sein, dass wir das sind? Also, ihr habt ja schon gesagt, es könnte wirklich sein, dass wir derjenige sind, der auch mit dafür verantwortlich ist, dass viele Menschen hier gelandet sind. Dass wir eigentlich doch wirklich eine Person sind, die sehr viel Böses angerichtet hat im Leben. Einige der Gemälde verbergen die Wahrheit vor dir. Versuche oder untersuche sie, um die Realität zu enthüllen. Welche Gemälde? Huch. Ach, die hier. Wie soll ich die denn untersuchen? Ey, was ist denn los hier? Ich werde immer wieder zurückteleportiert. Na, da vorne ist wieder eine, oder? Ne, ist ein Vieh halt, was da rumläuft. Soll ich sie denn untersuchen? Ich brauche irgendwo eine Fackel. Also sonst ist es echt zu düster. Da kommt Geflüster raus, das ist echt creepy, Mann. Ach, hier. Oh ne, lass mal.
Noch nicht, am Ende komme ich nicht wieder zurück. Oh, guck mal, diese ganzen sehnigen Fleischfetzen überall. Ah, das ist widerlich. Ih, da wird es mir ganz warm. Ja, ich finde es lustig. Ich muss das mal irgendwie einbauen, wenn es geht. Ich wollte es eigentlich als permanenten Hintergrund laufen lassen. Och, so meine ich. Noch eine Statuette. Aber das ist ein bisschen anstrengend, oder? Wenn man die ganze Zeit mein Gesicht nicht sieht, nur das Feuer. Naja, denn. Sehr schön, zwei Statuetten. Das habe ich doch gewusst. Hätte ich das jetzt nicht hier... Wäre ich direkt an das Bild, hätte ich die verpasst. Oh, das ist aber so geil. Hört man diese Geräuschkulisse. So, wenn ich da durchlaufe, das ist so extrem appetitanregend. Hm. Ich möchte gerne blutige Matcha essen. Ah, jetzt habe ich das voll gelöst hier. Der Typ ist auf jeden Fall weg. Der alte Mann. Spielt das hier eine Rolle, wie alt man ist? Ich meine... Oh. Im Fegefeuer altert man ja nicht. Wheel, we're here. Guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. Ah, guck mal da. Bob. Ich häng wie fest. Wheel, we're here. Guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. Ich sag immer dasselbe. Kann ich auch mal ernsthafte Dialoge mit jemandem hier führen? We have to find a way out. There must be some way out. I promise, when I dissolve, I'll build you a build. There must be some way out. I'll build Alter. You the most beautiful temple. I promise, when I dissolve, I'll build you, oh lady, the most beautiful temple. I promise, when I dissolve, I'll build you. Slowly melted, like candles, the bones and meat lit up. Au! Guck mal, der bewegt sich auch. Hey, nicht brennen, bitte. Alter, der Brunnen, das ist aber kein Brunnen. Das ist so krank. Ja, ist jetzt meine, nicht deine. Meine dicke Göttin. Meine dicke Puppe. Ich brauche eine Fackel. Ach du Scheiße, hier brennt halt nichts, aber Blitze, gefährlich. Hallo. Das ist ein Succubus. Das ist ja langweilig. Willst du nicht mal ein bisschen spielen mit ihm? Ich wollte ihm die Maske abziehen. Na, Kumpel. Leave me alone. I beg you. Torment me no longer. Damn demons. Something's coming after me. Something won't leave me alone. Ich schmeiße mit Brocken. Mit gleichen Brocken. Das ist ein Dämon. Defend yourself. She'll find you everywhere. You go.
Was frisst die da? Ein Arm? Oh, nein! Die dicke Titte! Abnormal, ich muss mein... Jetzt bin ich halt meine Frau, warum auch nicht? Sorry, aber ich muss dich kurz übernehmen, ja? Seele ist Seele. Nein, komm schon! Warum ist es invertiert? Habe ich jetzt Möpse? Kann ich die nicht übernehmen oder sowas? Ich meine, das ist... Kann ich die schubsen vielleicht? Ja! Oh nein! Oh nein, oh nein! Die zieht sich wieder hoch, oder? Sie hat sich wieder hochgezogen. Ich glaube, ich kann die erst beseelen, wenn ihre Säcke runter sind vom Kopf. Nicht das irgendwie. Nee. Wow, was? Nein, nein, nein! Nicht bewegen! Nein, ich warte! Vagina! Vagina! Nein, warum? Er rennt jetzt echt die ganze Zeit da rum und sucht mich, ja? Das Mist fehlt. Was ist sie denn? Nein, ich bin doch stehen geblieben! Oh, komm schon! Was zum Geier? Na komm schon, lass mich. Ich glaube, ich stelle das mal um, dass ich das nicht immer manuell machen muss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Widerliche Viecher seid ihr, widerlich. Ja, auf jetzt. Na, sie steht nicht auf. Was tut denn? Hör mal auf, dich zu schlagen jetzt. Nee, was? Was ist los mit ihr? Ich kann sie nicht kontrollieren. Sie macht die ganze Zeit das hier. Kann ich irgendwie... Ich lade meinen letzten Kontrollpunkt. Das scheint nicht richtig zu sein, ha? Ich meine, die Leute werden hier wahnsinnig, aber wenn ich denn in ihren Körper reinfahre, dann kann ich das doch wohl selber kontrollieren, wo ich das... Oder? Oder nicht? Wo ich sie hinsteuere. Das Ding noch da? Nee. Dann gesammelt, seht ihr? You're all guilty. Diese Deko, die ist halt einfach der Wahnsinn. Also der Wahnsinn im wahrsten Sinne, ne? Ich will hier nicht mehr sein. Also ich muss sie auf jeden Fall schubsen von der Seite. Aber das war glaube ich in der Demo schon, die Stelle hier. Meine ich.
Jetzt schnell. Ach, da war ja wieder eine, stimmt ja. Das war nicht dieselbe, das war eine andere. Ich kann hier einfach laufen, okay, okay. Ich hab gedacht, ich muss hier irgendwas benutzen, das erste Mal. Oh Leute, das ist so widerlich hier. Die Stelle kenne ich noch, das ist echt widerlich. Was machst du mit diesen Monstern? Ich glaube übrigens nicht, dass das Babys sind. Oh, die kommen nämlich in den Limbus, aber das hier ist nicht der Limbus. Oh. Das ist ganz schön harter Tobak gerade. Oh. Oh, guck ich das mal an. Oh, er mauert die halt mit Babys zu. Also hässlichen Babys. Wie gesagt, das sind keine richtigen Babys, glaub mir. Das wäre ein bisschen zu fies. Und leuchten die alle so schön? Guck mal, es ist wunderschön, dieses Farbenspiel. Oh. Was war denn da? Ich war nicht imstande, mich der Wut dieser Primitivlinge, die die verkohlten Leichen ihrer Kinder entdeckt haben, entgegenzustellen. Ihre wutentbrannten Stimmen erklangen zwischen den Mauern der Stadt und wuchsen unaufhörlich an. Diese Narren haben sich gegenseitig beschuldigt und versuchten verzweifelt, den Schuldigen dieses Grauens zu finden. Ich habe ihnen geholfen, indem ich die Überreste ihrer Kinder vor dem Haus verteilte. An die Tür malte ich die Gestalt des Dämons, der mir als erster in die Hand, reichte. Sie haben ihn in seinem eigenen Haus wie Tiere zerfetzt und gezwungen anzusehen, wie seine toten Kinder seine toten Kinder vierteilten. Er wird einmal ein Märtyrer werden, dessen Tod einer höheren Sache dienen wird. KN. Ich weiß echt nicht, was. Sind wir dieser KN, ja? Das wäre echt fies, oder? Wenn wir dieser Arsch sind, der alle umgebracht hat. Die ganzen Kinder. Haben wir es wirklich verdient, in die Hölle zu kommen, glaube ich. Oh, es ist hell, meine Güte. Was zeigt ihr denn da? Ich bin gerade keine Frau, oder? Dann frage ich mich, was da so rumstöhnt die ganze Zeit. Hier kann ich jetzt wieder zurück. Ah, okay, ich kann hier wieder zurück. Das war nur wegen der Fackel. Aber was mache ich wegen diesen ekelhaften Dämoninnen? Zeigen alle auf was. Hier hin, ja? Was war denn da? Ach hier! Hey Frau! Oh, ich glaube, sie ist nicht so fit. Oh Gott. Wird man nach der Zeit vielleicht auch eins von diesen Dingern, wenn man zu lange hier ist? Eins von diesen da? Vielleicht nur als Frau, ha? Die zeigen alle gegenseitig auf sich. Die beschuldigen sich der Sünde wahrscheinlich, ja? Oh, sieh mal hier. Welches ist jetzt... Ah, Siegel eingeprägt. Ich wollte schon sagen, das hier auch? Das ist ja praktisch. Die werden mir noch weiterhelfen, denke ich.
Habe ich denn jetzt... Soll ich denn zurückgehen, ist die Frage. Mal das Siegel der unschuldigen Sünder. Unschuldige Sünder, von wegen unschuldig. Mit Blut. Ach nee, warte, ich muss es ja bestätigen. Oh Gott, Leute, das ist widerlich. Nee, das war falsch. Warte. Ihn hier mal zurücksetzen, akzeptieren, okay. Das ist falsch? Ach komm. Was ist das denn falsch? Das ist doch nicht falsch. Mal jetzt einfach mal komplett aus, ja? Ich geht das ja jetzt. Geht's doch nicht. Warum ist das falsch? Siegel eingeprägt. Kann ich noch ein anderes auswählen, eventuell? So. Verstehe das nicht. Was ist jetzt hieran falsch? Ich habe irgendwie keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ah, hier ist noch eins. Ah! Das habe ich auch noch nicht gelernt. Fehlt eins? Nee. Ah, das ist nicht richtig fest gezeichnet, okay. Die Siegel der Hölle. Ich find's so abartig. Ach hier, kann ich die nicht irgendwie wechseln, die Siegel? Ist auch falsch. Ich kann immer nur eins lernen, oder was? Wie soll ich das... stehen. Warte mal, was könnte das sein? Da muss ja eins reinpassen, so muss das. Ich dachte, ich kann die jetzt alle auswendig lernen. Hätte ja sein können. So, es muss auf jeden Fall das hier eventuell. Hm. Nee, das ist es auch nicht. Nee. Muss ja auch irgendwie passen, oder? Das muss hier reinpassen, definitiv. Oh, da draußen ist wieder so eine. Wenn ich die Tür jetzt öffne, dann mache ich den nur Raum hier. Ich habe keinen Bock darauf, dass sie jetzt hier reinkommt. Hab's gerade irgendwie nicht, ich bin so blöd dafür. Ja, warte. Falsch, aber was für ein Siegel passt denn hier? Das da? Passt doch alles nicht. Da unten ist ja irgendwas durchgestrichen. Irgendwas fehlt da jetzt. Auch nicht. Was weiß der Geier? Ich habe mich jetzt schon ausprobiert. Ich habe mich noch nicht ausprobiert. Das ist aber gerade nicht gerade ein schöner Plan hier, ein schöner Hintergrund, um an Rätsel zu arbeiten. Ne, habe ich das nicht richtig ausgemalt? Ne. Muss irgendwas, vielleicht eine Zeichnung dazu, wie es denn geht? Vielleicht so eine Art Vordruck, dass man weiß, was für ein Symbol das sein soll. Irgendwas ist ja unten zu vervollständigen, aber was? Sieht man jetzt leider nicht. So. Das ist es. Siehst du mal. Man konnte es gar nicht sehen. Oder man konnte es gar nicht wissen. Im ersten Moment. Oh Gott, essen die hier? Ich dipp dich gleich mal. Oh! Oh! Was war das? Was ist das hier? Okay, Leute, ich mache mal Schluss hier.
Es reicht. Es reicht. Danke fürs Zusehen. Bis zur Stelle war echt interessant. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Feedback. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich bin auch schon ganz heiß, um zu erfahren, wie es weitergeht bei Agony. Danke, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.